Hallo, Schack ist am Spiel mit dem Bild. So, ja, Ja. eigentlich hätte ich ja gekocht, aber ich finde, die Elke ist schöner anzuschauen als ich. Ja, verstehe ich nicht, Frank. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich das gemacht habe: Zitronenspaghetti. Super, super, super Und jetzt lecker. darf ich die machen. Jetzt darfst du sie mal machen. Ich werde dir ein bisschen dabei stehen und dir Mir eine. erklären, wie das geht, ne? Genau. Ich habe auch schon einen Grill angemacht. Normalerweise hätten wir ja den Lachs in der Heißluftfritteuse gemacht. Aber haben wir ja nicht. Haben wir ja nicht mehr, weil die haben wir jetzt Elkes Eltern. Naja, so haben sie sich ja gewünscht, ne? Gewünscht zum Ausprobieren, Frank. Ja, Was wer sind das sich. denn für Zitronen? Die musst du nicht aufschneiden. Ich brauche die doch für den Ach so, Lachs. ja, Aber okay. die sehen aber nicht schön aus. Ich denke, das sind frisch Das gekaufte. sind Bio-Zitronen. Und so sehen Bio-Zitronen aus. Mal gucken, wie die anderen aussehen. Ich habe nämlich noch mehr. Ich finde, die sehen doch viel schöner aus. Die sind aber nicht unbehandelt. Wir brauchen ja gleich noch die Schale davon. Guck mal, was für ein Unterschied. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was das für welche sind. Ja. Heute gibt es auf jeden Fall ein leichtes Gericht. Naja, leicht ist das ja jetzt auch wieder nicht. Weil da ist ja jetzt auch wieder mit Sahne und Parmesankäse drauf. Boah, was ist das? Du musst auch in die richtige Richtung drehen. Bin ich doof? Dann ist ja außerdem gar nicht. Da ist Balsamico. Ich habe gedacht, da wäre Olivenöl. Wieso geht denn das nicht mehr auf? Das klebt bestimmt. Ja. Da ist doch Ja. Olivenöl. Das geht bestimmt. Geht das Ja, auf? das geht auf, Ja, ja. gut. So, ein bisschen Öl auf den Lachs. Sehr schön, sehr schön. Nudelwasser kocht auch schon. Ja. Ich dachte, das hält einer zu. So drauf, ne? So können wir da drauf Bringst du schlafen. das weg eben, dann tue ich in der Ja. Zeit die Nudeln da rein. Ja, okay. Dankeschön. Auf den Grill. Ja, in der Heißluftfritteuse hätte ich lieber gemacht, aber naja, was fort ist, ist fort. Ne? Das sagt man ja so. Moment. Moment. Ich muss da draufstellen. So. So. Weißt du noch die Vorgehensweise? Fand, du bist ja noch gar nicht Du so bist weit. doch da. Du kannst mir helfen. Ich mache Ja. jetzt gut die Nudeln. Also erstmal Das war auf jeden Fall sehr lecker. ein bisschen Öl. Guck mal, ich denke, das reicht für uns, ne? Ja, das reicht. So. Öl ist an. Dann Du kommt. hast auch Ja, Zitrone. ich Ich habe. hatte auch Zitrone. So, So, jetzt jetzt müssen kommt. wir erstmal die Zitrone reiben, ne? Genau. Aber die Bio-Zitronen, die sind unbehandelt. Wieso hast du mir jetzt auf einmal. Ja, ich will mich jetzt mal gesund ernähren. Nimm doch eine neue. Ja, warum schon? Ist doch sonst blöd für die Aber Hände. ich schmeiß jetzt die Hälfte jetzt auch nicht weg, hier. Nee, die müssen wir ja gleich noch ausdrücken. Okay. Und du darfst. Ach, weißt du, was heute Morgen im Fernsehen war? Nee. So, da habe ich ja gedacht. Da haben ja so viele geschrieben, dass man in Teflon kein Öl benutzen soll. Ja. Ne? Und heute Morgen haben sie gesagt, man soll nie Teflonpfannen ohne Öl nehmen. Oder ohne Fett. Im Fernsehen haben sie Ja, das toll, und gesagt. jetzt? Ja, Wer siehst hat denn du? gesagt, da kommt kein Öl rein? Ja, da haben die doch geschrieben, man braucht kein Fett, das wäre eine Teflonpfanne. Aber heute Morgen haben sie gesagt, man soll gar kein Fett. Ja, Quatsch, man soll Fett nehmen für die. Elke, das machen wir jetzt schon seit 50 Jahren.
Weißt du? Und wir leben immer noch. Jetzt geht in die Muckis, wa? Hey. Ich weiß noch, warum ich das machen soll. Weißt du warum? Nee. Weil du nichts auf der Mauer hast. Ja. So, hier muss aber schon mal Knoblauch rein. Aber ich warte, ich habe ja eine frei. Ist das nicht zu wenig? Da muss ich ganz klein, schnell, Knoblauch verbrennt sehr gerne. Ja. Ananga könnt ihr. Das war so nass. Stell das direkt von der Flamme weg. Ich glaube, das reicht schon für den Knoblauch. So. Ja. Das ist jetzt so heute wird gespart, deswegen. Brauchen wir ja gleich noch alle hier, die Zitronen, ne? Ja. Das ist ja der Zitronensaft, den man da nehmen soll. Ne? Genau. Ja, das reicht schon, glaube ich. Echt? Ja. Zu wenig. Wenn du noch was hast. Mach noch was. Nudeln kochen. Das reicht. Ja. So, da kommt hier ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dabei. Moment, also erstmal das. Das auch. Ja. Ich muss das ja wissen. Da wir ja nicht zu viel machen, brauchen wir auch nicht zu viel davon. Nee, da haben wir nicht zu viel essen. Den Lachs hast du jetzt drauf getan, ne? Ja. Das ist doch keine Bio-Zitronen, die haben wir gestern gekauft. Was ist das? Das sind die alten Zitronen. Die haben wir gestern erst gekauft. Ich weiß. Siehst du, die geht ja noch. Die ist in Ordnung. Aber die sehen ja aus so. Die sehen schon aus, als ob die schon 4 Monate alt wären. Guck mal, jetzt sind die im Kühlschrank waren. Hoffentlich schmeckt der Abrieb von der Zitrone. Ja. Ich glaube, wir müssen uns mal so ein Ding holen, was die Lebensmittel hier überprüft, weißt du was? Habe ich mir schon angeschaut. Lebensmittelprodukttester, nicht Produkttester, sondern Lebensmitteltester, ne? Ja, würde ich gerne mal ausprobieren. Habe ich auch mal im Fernsehen oder wo das war gesehen. Los, für die Ostern, die sind doch nicht schön. Ja. Also reichen die jetzt, ja? Ja, ja. Okay. Die können wir mal hier rein tun. Also keine Bio-Zitronen mehr kaufen. Was sind das denn hier für welche? Das sind normale. Was steht denn da drauf? Zitronenklasse 1. Ja. Okay. Dann holst du einmal Bio, ist es scheiße. Echt, ja. Dann ist es scheiße. Das ist ein Tomätchen. Ja, von Alina. Auch? Ja. Du musst aber auch bald essen, weil die ist auch schon... Immer noch Salz und Pfeffer. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, da könntest du auch ein bisschen Butter bei tun, oder? Jetzt noch. Nee, warte, das reicht doch. Ich kann noch ein bisschen normales Öl dabei tun. Ja. Aber ich warte jetzt mal. Ich finde, das ist ein bisschen wenig. Ja, dann tust du halt normales Öl dabei. Ja. Warum haben wir denn kein Öl mehr? Tja, alles aufgebraucht. Pfeffer habe ich noch nicht. So.
Aber nicht mehr, das ist sauer. Nicht zu viel Zitrone. Ja. Ja? Ich glaube, das... Lass das noch einen Moment. Ja. Darf nur der Knoblauch nicht braun werden. Nee, dann wird er bitter, ne? Ja. So. Ich presse mal die Zitrone aus. Das riecht aber nicht stark nach Zitrone. Ich hätte ja gerne. Riecht lecker, ne? Zitrone. Mhm. Ich hatte früher immer total gerne dieses Zitronenöl. Kennst du das noch? Für einzureiben, für den Urlaub. Mhm. Mhm. Gab es nachher auch nicht mehr irgendwie, keine Ahnung. So. Und das alles mit einer Hand. So. Reicht. Ist genug, Frank. Ist genug. Ja, ich muss hier wenigstens ausdrücken. Da ist noch ein so ein Ding drin. Ist nicht schlimm. So ein Körnchen. Ja. Dann hast du gesagt Nudelwasser, ne? Nudelwasser und Parmigiano. Okay, nehmen wir mal Nudelwasser. Ah, riecht meine Hand lecker. Nach Zitrone, ne? Mhm. Das sieht doch schon gut aus. So, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, aber das ist das lecker. Das ist gut. Reicht? Ja. Kommt da noch ein bisschen Sahne dabei? Ja. Jetzt kommt da Sahne drauf. Ist da noch ein angebrochenes Päckchen? Nee. Also das habe ich das letzte Mal selber gekocht. Ja, das hast du gemacht. Das hat sehr gut geschmeckt. Ich sage ein bisschen Sahne. Ja, haut die direkt die ganze Tüte da rein. Ja, das ist aber doch keine Soße. Ja, gut. Also es hat nichts mit dem leichten Essen, ne? Habe ich doch gesagt. Was wolltest du denn essen? Nur Zitronenwasser? Das aber macht lustig, ja. Nee, da musst du, hast du das letzte Mal, haben wir das auch so gemacht. So, Parmigiano haben wir ja schon gerieben. Ja, da kann er rein. Schütteln rein. Oder ist das zu viel? Mhm. Parmesan ist immer viel. Mm, das sieht schon richtig lecker aus. Und das riecht so zitronig, ja? Mhm, lecker. Oh. Und was macht der Lachs? Der Lachs? Mal gucken, wo der hinschwimmt. Ich gucke mal. Ich gucke mal, was der Lachs macht. Gut aus. Ein paar Minuten ist er fertig. Da sind ein paar Minuten fertig. Bitte? Wie lange? Ein paar Minuten. Also wenn du fertig bist, ist der auch fertig. Die müssen wir mal mütchen. Ja. So, darf ich das mal abprobieren? Ja. Klar. Der große Meisterkoch. Sauer. Ist ja auch Zitrone drin. Aber lecker. Wäre gut, ne? Ja.
Muss hier nicht noch ein bisschen dicker werden, die Soße? Ja, kann jetzt noch ein bisschen aufkochen. Okay. Und die Spaghetti kommen da drunter? Die Spaghetti kannst du damit reinwerfen. Dann. Mhm. Darf ich mal nach dem Lachs gucken? Ja, klar. Kann das besser beurteilen. Ja. Ja. Ach, da kann ich dir recht zeigen, was ich gekauft habe. Was hast du gekauft? Eine Uhr. Ich habe eine Uhr gekauft. Diese. Damit sie dann immer weiß, ob wir mittags, morgens oder abends haben, habe ich die Uhr besorgt. Die ist auch groß genug. So. Weißt du das? Meinst du? Ja, der ist noch nicht gut. Ich möchte nicht roh essen. Süß, ne? Aber was anderes. Also immer nur Mickey Mäuschen. So. Weißt du? Mhm. Kann man abschütten. Ja. Ich glaube, das sind doch wieder zu viele Nudeln. Muss da drauf bleiben, oder? Ja, tu mal weg. Das sind viel zu viele Nudeln. Die hast du gemacht. Ja. Wir hätten die gereicht, weil sind sie wieder zu viel. Ja. Aber ich glaube, die Soße könnte noch was dicker werden. Dann kann man ja noch ein bisschen Parmesan drunter machen. Soll ich den drauf tun? Ja. Was für dieses Wort? Alles hast du jetzt. Ich wollte noch so ein bisschen dekorieren, gleich mit ein bisschen Parmesan. Tja. Zu spät. Pech gehabt. Jetzt hast du mir meine ganze Kochshow. Ja, dann nimmst du halt was Schnittlauch meine oder was. Meine ganze Kochshow versaut, ey. Das hat keinen Bock. Dann nimmst du halt was anderes. Jetzt möchte ich einen hohen Teller. So. Ja. Boah, ist mir warm. Ja. Ist warm, ne? Ja, ist warm. Ich brauche zwei Löffel. Ne, eine Gabel und eine Löffel. So. Sieht doch gut aus. Also ich hätte nicht besser machen können. Ich glaube, das reicht, ne? Aber willst du mit dem Rest machen? Ja, Frank, den können wir für morgen verwenden. Kannst du morgen essen. Aber hier bleibt ja auch noch einiges über. Mhm. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist dann. Ja, mit einer guten Vorbereitung, sage ich mal, hat man das Gericht innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde fertig, ne? Kann man so sagen, oder? Ja. Guck, das reicht hier. Jetzt haben wir keine Soße mehr, weißt du? Mhm. Lass mal das nochmal aufkochen. Ich geh nochmal nach dem Lachs gucken. Willst du nochmal? Ja, geh nochmal. Wir essen aber draußen heute, ne? Von mir aus kann man draußen essen. Na, Luzi. Bild ist auch fast fertig. Ja? Das Bild ist fast fertig, sage ich. Aber der Lachs? Der Lachs ist auch fast fertig. Ist ja Elkes Bild. Da muss ich noch gucken, was für Farben wir nehmen. Für den Hintergrund. Kannst du dir ja dann aussuchen. Mhm. So, dann brauchen wir Messer, Gabel, Schere und Licht. Isst du eigentlich mit Löffel die Spaghetti? Ja.
Ich nicht. Ich weiß. Was zu trinken? Sind deine Gläser hier oder hatten wir Besuch? Nee, meine. Fanta. Also in Fanta ist Cola. Nee, eine reicht. Für uns, ja? Ja. Dann Servietten. So. Kannst du gar nicht alles tragen, ne, Schatz? Nee, Ecke. Ja, dann muss ich mit raus. Ich hab leider auch nur zwei. Hände. Ehrlich? Ja. Ja, wenn ich drei hätte, hätte ich im Zirkus arbeiten. Das wäre super. Ja, Püppi. Na, ein bisschen am sauber machen. Ja. Ach, guck mal, da liegt der nächste. Wofür hast du denn? Ach so, Messer. Na, was ist? Ist das dein Garten? So. Sehr gut. Ja, jetzt sieht das gut aus. Ja. Ja. Dann nehme ich mal ein Brettchen. Ich komme vor wie der Dirk Bach früher beim Dschungelcamp, der mit der Sonja hinterher gelaufen ist. Ja. Stimmt. Dann kannst du da den Lachs nicht draufstellen. Riecht so lecker. Ne? Das ist richtig erfrischend, oder? Ja. So, jetzt brauche ich Klatsch. Das war nicht so professionell. Und dann bekommt sie gleich wieder, ich muss die ganze Küche sauber machen. Ja. Das ist für mich. Ich habe Hunger. Viel Hunger. Meins. Ja. Ist hier rote Preis. Ja. Aber nur noch. Das war auch wieder Kacke. Aber egal. So, okay. Jetzt haben wir es geschafft. Aus. So. Und wieder zurücklaufen. Komm doch. Ja. Hey, Pippi. Ist dir warm? Nö. Ey, jetzt hast, wie hast du das denn so schnell darauf gekriegt? Aus? Nee. Also in der heißen Fotose hätte der auch genauso gut ausgesehen. Hundertprozentig. Na gut, jetzt haben wir ja Gott sei Dank Sommer. Okay, dann tu das so, mal Schatz. Drauf. Und dann. Okay, das lernen wir noch. Diese festgepackten unten, ne? Mhm. Ja. Ah, nicht so schön. Mhm, danke. Dann kannst du deine Zitrone darüber ausdrücken. Aber das sieht doch gut aus. Perfekt. Ja, von unten ist ein bisschen angebacken. Aber ist normal, ne? Aha. Das ist auch die Haut.
öfter. Dann probier mal. Boah, voll die Fliegen, bitte. Ist das, boah, sind die lecker. Schmecken genauso gut wie das letzte Mal. Ja? Ja. Und der Lachs? Perfekt. Ja, Leute. Wenn es der Elke schmeckt, schmeckt es meiner auch. Meine, oh Gott. Mal schmeckt ihr auch. Ach Gott, ey, ich bin so durcheinander, ey. Wenn es der Elke schmeckt, schmeckt es mir natürlich auch. Aber die Schmecker sind bekanntlich verschieden, ne? Ja, nee, unsere aber nicht. Nein. Okidoki. Dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss. Tschüss.